Morgen ist Silvester und was heißt das? Raketen. Jeder schlägt natürlich wieder im Handel zu und kauft sich neue Raketen, damit man ordentlich Geld da noch pumpen kann, einfach in die Luft weg. Auch ich habe wieder ganz schön viel ausgegeben. Was ich gekauft habe, das seht ihr jetzt. Und so habe ich hier einmal ein Pack Raketen gekauft. 18 Schuss insgesamt. Hier große Feuerwerksböller und auch kleinere. Also Spaß für groß und klein. Dann hier für den Tisch ein paar Party-Fun-Bag. Feuerliches, fetziges Tischfeuerwerksortiment. Vierteilig. Und dann zu guter Letzt hier natürlich noch eine große Batterie Atlantis. Drei Feuerwerksbatterien, 103 Schuss, 150 Sekunden. Also, ja, und nur einmal anziehen natürlich. Was richtig Feines. Allein die paar Sachen haben schon 45 Euro gekostet. Das ist. Die Batterie 25, die Raketen 20 Euro. Letztes Jahr haben die Bürger von Deutschland 124 Millionen Euro nur für Raketen ausgegeben. Viele Organisationen gehen da schon wieder ganz zu hoch hinaus und wollen sagen, ja, nee, erwartet mal doch. Ja, wenn ihr das jetzt nicht ausgibt und dafür spendet, wäre das Geld da viel besser angelegt. Aber ist das nicht viel schöner? Einfach da oben die Sachen zu sehen, wie sie explodieren. Und daran hat man auch viel mehr Spaß als so eine Spende irgendwie. Und bevor ich jetzt noch groß drum herum rede, wenn ihr sehen wollt, wie unser oder mein Feuerwerk explodieren, dann schaltet einen Samstag ein in der neuen Philips Show. Die kommt nämlich am Samstag oder am Sonntag, weiß noch nicht genau, bis wann ich es hinkriege, um 18 Uhr auf Philips Ultimate. Das ist der Ersatz zur Game Show damals auf Philips Gaming. Also schaltet rein und wir sehen uns also am Samstag wieder. Und bis dahin, lasst es ordentlich krachen zu Silvester. Bis denn, tschüss.